herzlich willkommen zu Türchen Nummer 10. Ja, ganz schnurstracks auf die Hälfte der Zeit sind wir schon runter, fast geregelt. Ja, so schnell läuft die Zeit und jeden Morgen ein kleines Video für euch. Ich freue mich darauf. Ich hoffe, es gefällt euch. Und dann kommt auch schon das 10. Spiel ins Spiel, was mir besonders wichtig ist. Türchen Nummer 10 ist Destinies. Destinies ist ein unglaublich tolles rollenspiellastiges Spiel. Wir haben einen wirklich tollen Mechanismus, einen sehr einfachen. Man braucht hier aber die App dafür, sonst kann man das Spiel nicht spielen. Da wir das mögen, ist es für mich kein Problem. Die Miniaturen sind unglaublich toll, sind wirklich in diesem kleinen Maßstab und auch für Rollenspieler wieder etwas, denn das kommt aus dem Jeanne d'Arc-Universum. Jeanne d'Arc war auch ein mega krasser Kickstarter mit vielen Miniaturen, mit Drachen und allem. Und Destinies kommt nochmal als zusätzliches dazu, das aber nur dort angelehnt ist und viele, viele Abende füllen kann. Das bedeutet, man hat hier wirklich die Möglichkeit, eine Kampagne zu spielen. Man hat die Möglichkeit, auch mit einer Erweiterung zu viert am Tisch zu sitzen. Denn das Besondere ist, hier kann man auch nur maximal zu dritt an der Grundbox sitzen. Jeder hat jetzt seine Missionsziele, und zwar zwei an der Zahl. Er muss sich auch gar nicht festlegen, sondern kann halt im Laufe des Spiels gucken, ob er das eine schafft oder das andere. Vielleicht macht auch ein anderer Spieler die Sachen kaputt, die man eigentlich braucht. Und dann muss man halt doch drei Leute überzeugen, gegen den Dämon vorzugehen. Sehr cooler Mechanismus, basiert auch auf Würfeln, aber irgendwie richtig cool und lecker angerichtet. Das bedeutet, dass wir wirklich hier auch die Möglichkeit haben zu laufen, zu erkunden, mit den Leuten zu reden. Wir haben die Möglichkeit, unsere Aktion so lange wie möglich rauszuarbeiten. Alles im Sinne von dem Handy bzw. von dem Monitor, wo wir halt drauf gucken und Entscheidungen treffen, was halt auch mit Geld zu tun hat, ob wir Lebensmittel kaufen, ob wir vielleicht einem Bewohner zwischendurch mal helfen als kleiner Handlungsstrang nebenbei. Und wenn wir das machen, bekommen wir vielleicht wieder was. Also sehr, sehr cool. Ein Wettlauf gegen die Zeit, aber eigentlich nur ein Wettlauf gegen unsere Mitstreiter, die ständig nerven und versuchen, das Spiel schneller zu beenden als wir. Ich liebe Destinies und deswegen ist es hier mit als Nummer 10 auf dem Kanal. Ich glaube, das war die Nummer 10, oder? Ja, ich hoffe schon. So, dann ist morgen schon die 11 dran und ich freue mich drauf. Macht's gut, passt auf euch auf, einen schönen Tag und ciao.